Hallo und willkommen zum 5017. Harley Benton SD62 Test. Heute wollen wir einfach mal rausgucken, wie hört sich denn die Gitarre mit einem günstigen Verstärker an. Wir nutzen hier einen 120 Euro Fender Mustang. Und dann wollen wir auch mal schauen, wie gesagt, ist die Gitarre preiswert oder ist sie nur eher im Preis wert? Mal schauen, wie die Qualität so im Allgemeinen ist. Können zuschauen, ich quatsche einfach mal drauf los. Das allererste ist die Dicke der Gitarre, die hat original Fender Maße, was ziemlich gut ist. Das Tremolo hat Maße wie Squire Tremolos, wenn jemand das austauschen möchte. Pickups passen auch von Fender oder Squire, wobei dann Bohrlöcher ganz woanders sind, aber das ist nicht das Problem, die reinzukriegen, also das kann man durchaus wechseln alles. Die Pickups sind von Roswell. Ob Roswell nun Hersteller oder Händler ist, wahrscheinlich ein Händler. Roswell gehört zu irgendeiner chinesischen Gruppe, wo auch wieder Parts-Land mit drin ist. Sind ansässig in einem Gewerbegebiet in Korea, also wahrscheinlich Händler, aber ist egal. Pickups sind nicht schlecht. Wie gesagt, Roswell STA sind wohl verbaut. Gemessen habe ich da am Neck 5,45 Kiloohm bei 2 Henry, in der Mitte 5,65 Kiloohm bei 2,1 Henry und an der Bridge 6,21 Kiloohm. Mit 2,7 Henry, was so durchaus eng in den Spezifikationen vom Hersteller liegt. Das ist alles soweit okay. Diese Gitarre hat natürlich einen sehr günstigen Preis. Wenn man jetzt mal ausrechnet, bis zum Mai hat die 190 gekostet. Mehrwertsteuer runter ist man bei 100. Dann die ganzen Kosten, die Thomas damit hat, mit kostenlosen Versand, kostenlose Rücknahme, den ganzen Pipapo. Kurz gesagt, diese Gitarre wird in China irgendwas zwischen 15 und 30 Euro kosten, plus dann Versandkosten und so weiter. Okay, sagen wir einfach mal 30. Dann ziehen wir mal ab, dass der gute Chinese seine Leute auch ein bisschen bezahlen muss, auch kleinen Gewinn. Aber die sind bescheiden. 5 Euro geben wir dem von der Gitarre, dann haben sie 25 übrig. So, und jetzt gebe ich ihnen 25 Euro und dann sage ich, sie sollen alle Komponenten plus Lack für die Gitarre kaufen. Wie viel geben sie fürs Tremolo aus? Oder für die Tuner? Genau, das ist einfach eine sehr einfache Qualität, aber funktioniert relativ ordentlich. Stimmstabil ist dieses Tremolo nicht. Das hat da auch einen echten Haken. Was man hier kurz sieht, sind, dass die Single Coils, die Pole nicht genau unter den Saiten liegen. Auch das ist bei Fender auch wohl schon mal gewesen. Also das ist nichts Tragisches. Kommen wir doch nochmal zu diesem Tremolo. Dieses Tremolo hat Bohrungsbreite klassisch von 52,5 mm, was einer Seitenreiterbreite von 10,5 mm entsprechen sollte. Dummerweise sind montiert Seitenreiter mit 10,8 mm, was einem 54er Tremolo entspricht. Und deswegen liegen die Saiten sehr am Rand, also eigentlich an den Schrauben der Seitenreiter. Das ist nicht gut, das sieht nicht gut aus und das ist auch nicht gut. Das Tremolo selbst hat ein Block von ein Gewicht von ungefähr 125 Gramm oder so hat. Das ist wenig, wird aber noch absolut getoppt von chinesischen Squire Affinity, die dort nur 79 Gramm schaffen, weil die die Kunst des Hohlgießens erfunden haben. Also gespart wird dann jede Ecke. Was man hier noch sieht, die Kralle ist mitlackiert, habe ich auch noch nicht gesehen, innen drin. Das ist schon recht unsauber. Weiß gar nicht, wie man das in der heutigen Zeit hinkriegt. Aber wie gesagt, es ist eine billige Gitarre. Und da kann man keine Top-Verarbeitung erwarten. Sie ist nicht geschirmt. Manche sagen, sie wäre mindestens so gut wie eine Classic Vibe. Dann würde ich denen mal empfehlen, macht mal eine Classic Vibe auf, guckt da mal rein, wie die verarbeitet ist. Da gibt es doch schon einige Unterschiede. Was man hier auch sieht, weißer Lack ist immer schlecht an der Gitarre. Besonders an der billigen, der platzt an allen möglichen Stellen sofort auf, weil der absolut spröde ist, also nicht so wirklich zu empfehlen.
Die Tuner funktionieren halbwegs. Der Hals ist absolut in Ordnung. Den kann man wirklich nehmen. Auch die Pickups sind nicht schlecht. Also die Gitarre an sich meint man, da ist alles Mögliche doch dran in Ordnung. Kann man nehmen. 3,7 Kilo wiegt sie übrigens. Recht schwer. Also nichts für Zehnjährige, die auch mal auftreten wollen damit. Was kann man mit dieser Gitarre machen? Ja, ich würde sagen, eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, die ist irgendwie überflüssig. Wenn Sie eine halbwegs ordentliche Gitarre haben wollen, dann packen Sie nochmal 60 Euro drauf und nehmen sich die von Harley Benton, die ST59, die ist erheblich besser verarbeitet, hat ein besseres Tremolo. Hier können Sie zwar das Tremolo leicht austauschen, alles Mögliche machen, aber rechnen tut sich das im Endeffekt nicht. Also lieber ein paar Euro mehr ausgeben und sich dafür was Ordentliches kaufen. Bis dann.